Total Toast. Like and subscribe. Thank you. Please check out our shop for the official Total Toast merch. Was bisher geschah? Ihn versucht zu verfolgen, aber ich habe ihn nicht mehr wiedergefunden. Ich glaube eh nicht, dass es Justin war. Oh, so spät schon. Ich sollte mich besser beeilen. Kylie? War das etwa meine Kylie? Oh, ich muss ihr schnell hinternach. Kylie, warte! Oh, es ist schon dunkel. Kylie, bitte warte auf mich. Wo ist sie jetzt schon wieder hin? Ich habe sie schon wieder verloren. Ja, Mama, nein, ich habe das Geschäftsessen nicht vergessen. Was? Ich soll Blumen und Pralinen kaufen? Für was? Es ist doch nur geschäftlich. Oh, die Sonne kommt gerade raus. Kylie, Kylie, bitte warte. Du hast mich aber gerade erschreckt. Oh, Kylie, das wollte ich nicht. Aber erinnerst du dich noch an mich? Wir hatten einmal ein Date und dann ist dieser Justin gekommen und hat es ruiniert. Bitte, 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 geh mit mir auf ein Date. Das wäre mein größter Wunsch. Bitte, Kylie. Geh mit mir einmal aus und ich verspreche dir, ich werde dich nie wieder nerven. Ja, okay. Aber dann will ich wirklich, dass du mich in Ruhe lässt, okay? Ja, okay. Passt, versprochen. Schau, Kylie, dieser Kirschblütenbaum erinnert mich an deine Schönheit. Pink und breit. Ach, Kylie, ich habe sogar die allerbesten Plätze für uns reserviert. Ja, Entschuldigung für die Verspätung. Ich bin gleich da. 3 Sekunden. Sehe ich etwa Geister? Das war doch 100% Justin. Was ist denn los? Ist alles okay bei dir? Oh, ja, alles okay. Ich muss nur, ganz dringend kacken. Oh nein, was ist das für eine Ausrede? Er wird mir das nie glauben. Oh, natürlich. Lass dir Zeit auf dem Klo. Ha, okay, danke. Oh, ich weiß nicht, wieso meine Mutter so gestresst hat. Die Person ist ja nicht mal da. Oh, ich hoffe, dass das Geschäftsessen nicht zu lange gehen wird. Ich will einfach nur nach Hause gehen. Aloha! Hallo, Justin! Du bist doch die Person vom Flughafen. Warte mal. Anton, bist das du? Oh, Justin, mein Prinz, du erinnerst dich also doch noch an mich. Ja, wir sind doch gemeinsam in die Schule gegangen. Weißt du noch? Oh, Justin, du schaust so heiß aus. Am liebsten würde ich dich jetzt auf der Stelle vernaschen. Anton, ich komme gleich wieder. Bitte warte hier schnell. Was hat mir meine Mutter jetzt da angetan? Ja, hallo? Ja. Mir kommt das nicht gerade vor wie ein Geschäftsessen. Mir kommt es eher so vor, als ob du mich wieder verkuppeln willst. Du musst mich doch nicht anrufen, mein Schatz. Ich bin ja schon da. Was machst du denn hier, Mama? Oh, ich bin nur hier ganz zufällig, um sicher zu gehen, ob das Geschäftsessen gut läuft. Du hast dem Kunden dieses Geschenk vergessen zu geben. Bitte gib es ihm. Aber mir kommt es nicht vor wie ein Geschäftsessen. Sie flirtet die ganze Zeit mit mir. Was soll das, Mama? Ach, Justin, kannst du bitte nicht nett zu ihr sein? Ihre Mutter investiert so viel in unsere Firma. Und wenn du gemein zu ihr bist, dann ist es, glaube ich, das Aus für unsere Firma. Und wir werden arm sein. Bitte versprech mir, dass das das letzte Mal war. Ja, ich verspreche es. Oh, kann ich meiner Mutter wirklich vertrauen? Entschuldigung, Anton, dass du so lange warten musstest. Justin, für dich würde ich mein ganzes Leben lang warten. Und mein Name ist Antonia. Wo könnte er nur sein? Das ist doch wirklich Justin. Und die Person, die neben ihm sitzt, das ist doch Antonia. Er ist also doch am Leben. Und er hat einfach mich die ganze Jahre einfach ignoriert. Und ich dachte, dass er tot ist. Hier, Antonia, das ist ein Geschenk von der Firma. Ich hoffe, es gefällt dir. OMG, Justin, ja, 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 ich will dich heiraten. Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Ich kann es nicht glauben, Justin. Du bist wirklich das Allerletzte. All diese Jahre dachte ich, du wärst tot. Und dabei vergnügst du dich hier mit Antonia. Ich hoffe, ihr werdet glücklich sein. Kylie, bitte warte auf mich. Bitte, bitte geh nicht. Justin, Justin, wohin gehst du? Du musst auch auf deine zukünftige Frau warten. Ich kann es einfach nicht glauben. Kylie, ist alles okay bei dir? Wieso weinst du? Sorry, es ist was dazwischen gekommen. Ich muss ganz dringend nach Hause. Kylie, Kylie, bitte warte auf mich.
Du wirfst mir vor, dass ich mich mit Antonia vergnüge und dabei hattest du die ganze Zeit schon einen neuen Freund und hast mich auch vergessen. Du sagst zu mir, ich bin das Letzte. Du bist das Letzte, Kylie. All diese Lügen kannst du dir sonst wohin stecken und ich schulde dir keine Rechtfertigung, nachdem du mich all diese Jahre einfach ignoriert hast. Was redest du bitte? Ach, Justin, lass mich einfach in Ruhe, lass mich. Aber Kylie, lass uns doch bitte drüber reden, warte auf mich. Ich kann es immer noch nicht glauben. Justin ist am Leben. Hey, kleine Schnecke. Wie geht's? Wie steht's? Hey, bist du eigentlich öfters hier? Bitte lass mich in Ruhe. Bist du eigentlich Single? Ja, hast du einen Freund? Bitte lass mich los. Ihr beide macht mir Angst. Komm schon, gib uns doch deine Hilfe. Nummer. Nein. Du bist so wunderschön. Hilfe. Kylie, was fällt euch ein? Geht weg von ihr. Wartet ja nicht, sie anzugreifen. Verschwindet. Wenn ihr jetzt nicht sofort geht, werde ich die Polizei rufen. Okay, wir verschwinden schon. Kylie, ist alles okay bei dir? Ich war zu spät. Lieber zu spät, wie sich einfach gar nicht melden. Aber ich kann es erklären. Ach, ich bin so froh, dass Justin die Firma übernommen hat. Warte mal, ist das nicht Justin? Was macht er denn hier? Ich wusste es doch, dass du mich reingelegt hast und dass es gar kein Geschäftsessen war. Du hast zu mir gesagt, dass ich die Firma retten muss. Aber in Realität wolltest du mich einfach nur verkuppeln mit Antonia. Ich hab dir doch gesagt, ich habe kein Interesse. Ach, Justin, du warst doch so unglaublich traurig wegen dieser Kali. Da dachte ich, dass Antonia dein Herz wieder reparieren kann. Mama, ich habe dir von Anfang an gesagt, dass ich einfach noch nicht über Kylie hinweg bin. Das hättest du einfach respektieren sollen. Ich dachte mir einfach, dass diese Kylie unter deinem Niveau ist, weil sie einfach so arm ist. Und dann dachte ich mir, Antonia ist perfekt, sie kommt aus einer reichen Familie. Aber ich verspreche dir, das kommt nicht mehr vor. Also was höre ich da? Bin wirklich enttäuscht in dein Verhalten. Meine liebe Frau, kannst du dich nicht mehr daran erinnern, wie wir uns kennengelernt haben? Du kommst doch auch aus armem Hause. Wo ich dich kennengelernt habe, hast du auf der Straße Obst verkauft. Ja, ich weiß doch. Geld ist nicht alles im Leben. In meinem Leben ist Roblox wichtiger. Ich weiß. Es kommt wirklich nicht mehr vor. Ich habe daraus meinen Fehler gelernt. Bitte verzeih mir, Justin. Passt schon, Mama. Jetzt kann man eh nichts mehr machen. Aber in Zukunft bitte mische dich nicht mehr in meine privaten Angelegenheiten ein, okay? Oh, ich bin jetzt so gestresst von euch beiden. Oh, ich muss jetzt einfach eine Runde Minecraft spielen. Also, ich gehe dann mal. Oh, Schatz, ich glaube, du bist ein bisschen gaming-süchtig. Ich muss auch noch irgendwo hin. Ein bisschen shoppen gehen und so. Also, tschüss, bis später. Ach, Kopf hoch, mein Sohn. Das wird schon wieder. Und falls du wirklich ein bisschen Aufheiterung willst, du kannst mit mir eine Runde Fortnite spielen. Nein, passt schon, Papa. Ich bin schon so froh, dass er mir überhaupt vergeben hat. Aber wenn er weiß, dass ich die Briefe versteckt habe, oh, ich glaube, er würde nie wieder mit mir reden. Oh nein, ich bereue es so sehr. Mama, was machst du gerade? Wieso verbrennst du alle Briefe? Wieso sind die Briefe hier? Hast du sie etwa nie abgeschickt? Justin, was machst du denn hier? Ich kann es erklären. Ich hab's vergessen. Es tut mir so leid, mein Schatz. Deshalb hat sie mir all diese Jahre nie geschrieben. Und ich dachte, dass sie mich vergessen hat. Aber sie dachte wahrscheinlich, dass ich tot bin. Wie konntest du mir das antun, Mutter? Oh nein, was habe ich nur getan? Es tut mir so leid. Das ging einfach viel zu weit. Ich weiß, aber warte. Ich kann es nicht glauben. Ich habe letztens Kylie angeschrien, weil ich dachte, dass sie mich vergessen hat und einen neuen Freund hat. Dabei hat sie nie einen Brief bekommen, obwohl ich es ihr versprochen habe. Justin, bitte verzeih mir. Ich habe den Flugticket nach Berlin gebucht und hier ist die Adresse. Bitte, wenn du in Berlin bist, geh zu dieser Adresse hin. Es tut mir so leid. Was hat mir meine Mutter für eine Adresse gegeben? Warte mal, ist das etwa ein Grab? Wieso hängt über dem Grab ein Foto von mir? Ist das etwa ein schlechter Witz? Und dann steht doch auf dem Zettel von meiner Mutter, dass ich das Grab ausgraben soll. Was denkt meine Mutter, wer ich bin? Oh, okay, ausnahmsweise.
Warte mal, das ist doch das Herz, was ich Kylie geschenkt habe, bevor ich weggeflogen bin. Ist es etwa, Kylie hat dieses Grab für mich gemacht, weil sie vielleicht dachte, dass ich beim Flugzeugabsturz umgekommen bin? Und all diese Blumen, sie muss wohl jedes Jahr zu meinem Grab gekommen sein. Und ich habe sie beschuldigt, dass sie mich so schnell vergessen hat. Ich muss mich bei ihr entschuldigen. Dieser Blödmann Justin hatte einfach eine neue Freundin. Vielleicht hat Justin die ganze Zeit nur so getan, als ob er sich auch in mich verliebt hätte. Er und Antonia haben sich sicher über mich lustig gemacht. Wer ist da? Wer klopft gegen mein Fenster? Ist das etwa ein Einbrecher? Hallo, wer ist da? Kylie, ich kann es erklären. Hier? Bitte lass mich ausreden. Bitte gib mir eine Chance. Kylie, ich habe dich nie vergessen. Ich habe dir jeden Tag einen Brief geschrieben. Ja, und wo sind die Briefe dann? Lass mich raten, deine Katze hat sie gegessen. Ich habe dir für 2 Jahre jeden Tag geschrieben. Es gab keinen Tag, an den ich nicht an dich gedacht habe. Aber meine Mutter, sie hat mir immer die Briefe abgenommen und zu mir gesagt, sie würde sie abschicken, was sie natürlich nie gemacht hat. Ja, genau. Wahrscheinlich hast du Antonia Briefe geschrieben, du Lügner. Warte mal, all diese Briefe sind wirklich an mich adressiert. Du verarschst mich nicht, oder? Das ist die Wahrheit, oder? Ich würde dich niemals anlügen. Und schau, was ich gefunden habe heute. Die linke Hälfte gehört dir und meine Hälfte habe ich hier. Ich habe dir doch versprochen, das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen, werden beide Herzen wieder vereinigt. Dann war ja alles nur ein Missverständnis. Du bist einfach so blöd. Weißt du, wie ich mir Sorgen um dich gemacht habe? Ich dachte wirklich, dass du tot bist und dass ich dich nie wiedersehe. Kurz daraufhin haben ich und Justin den ganzen Abend damit verbracht, gemeinsam über alles zu reden, was wir verpasst haben, bis der Morgen gekommen ist. Justin, du musst gehen, bevor dich meine Mutter erwischt. Okay, bis später. Wow, das alles fühlt sich an wie ein Traum. Warte mal, ich muss mich kneifen. Autsch! Okay, das war doch kein Traum. Kann es immer noch nicht glauben. Jetzt, wo er wieder da ist, muss ich sagen, will ich meine Haare wieder hell färben. Ja, ich gebe es zu. Ich habe jetzt, wo ich ein bisschen deprimiert war wegen Justin, ist mein Style irgendwie mehr emo geworden. Aber jetzt, wo Justin wieder da ist, will ich meinen alten Style wieder haben. Na, zum Glück habe ich noch Haarentfernungsmittel im Badezimmer. Okay, wie ging es nochmal? Ah, okay, laut der Anleitung Haarfärbemittel rein und für 5 Minuten einwirken lassen. Und jetzt sollten meine Haare wieder normal ausschauen. Was denkt ihr, Toasties? Gefällt euch schwarze Haarfarbe an mir besser oder doch mein natürliches Blond? Hallo Toasties, mittlerweile sind 2 Jahre vergangen und ich bin endlich fertig mit der Universität. Ich habe meinen Abschluss. Und Justin, naja, er lebt immer noch in New York, aber er ist jedes Wochenende hergeflogen, um mich zu besuchen. Und heute wird der erste Tag sein, wo meine Mutter Justin endlich kennenlernt. Ach, ich frage mich, wieso du mir Justin noch nie früher vorgestellt hast, Kylie. Naja, ich war so beschäftigt mit der Schule und du musstest fast jeden Abend arbeiten, Mama. Ah, da kommt er eh schon. Justin, wir sind hier. Oh, hallo, schön, Sie endlich kennenzulernen. Mein Name ist Justin. Ich habe Ihnen auch ein Geschenk mitgebracht. Oh, du bist ja ein richtiger Gentleman. Komm, setz dich hin, bitte. Ich habe sogar einen leckeren Kuchen für euch gebacken. Der schaut wirklich lecker aus. Lecker. Okay, packen wir mal dein Geschenk aus. Woher wusstest du, dass das meine Lieblingsblumen sind, Justin? Dankeschön, vielmals. Komm, jetzt essen wir alle den Kuchen. Ich hoffe, er schmeckt euch so wie mir. Vorzüglich. Okay, ich muss jetzt wieder zur Arbeit. Sorry, das war jetzt ein bisschen kurz, aber das ist halt meine Mama. Ja, meine Eltern sind genau gleich. Hast du eigentlich Lust, sie morgen kennenzulernen? Oh ja, das klingt sehr lustig. Oh, ich bin so nervös, euch Kylie endlich vorzustellen. Sag mal, Justin, bist du dir wirklich ganz sicher, dass sie nicht hinter unserem Vermögen her ist? Weil du weißt ja, wie reich wir sind und wie wenig Geld sie hat. Schatz, du hast mir versprochen, dass du sowas nicht mehr erwähnen würdest. Oh, na, jetzt hat man mich getötet im Fortnite. Oh, du und dein Fortnite und Minecraft. Du bist ein 80-jähriger Mann und spielst mit 12-jährigen Kindern. Also wirklich. Nein, was redest du? Alle, die Fortnite spielen, sind sicher 80 bis 90 Jahre alt. Oh, jetzt hört bitte auf zu streiten. Oh, okay, Entschuldigung. Ah, da kommt sie ja eh schon. Hier, Kylie.
Oh, hier sitzt ihr. Hallo, mein Name ist Kylie. Schön, euch kennenzulernen. Und ich habe dir Blumen gekauft. Das sind ja meine Lieblingsblumen. Von wo wusstest du das, Kylie? Ah, und sie müssen Justins Vater sein. Was spielen sie denn da? Oh, Fortnite. Das ist auch mein Lieblingsspiel. Wir können ja mal gemeinsam spielen. Oh, Justin, du musst sie heiraten. Sie ist einfach perfekt. Jetzt hör auf, Papa. Also, Kylie, sollen wir anfangen zu essen? Du musst sicher Hunger haben. Oh ja, gerne. Lecker, das Restaurant. Also wirklich, Justin ist so ein Playboy. Zuerst macht er mir einen Antrag und jetzt ist er mit Kylie unterwegs. Oh, was macht mein Kylie-Schatz mit diesem Schnöseltypen? Hey, ich war vor dir da. Gib mir 5 Sekunden. Ach, Kylie, mein Schatz, was siehst du nur in diesem Justin? Jetzt geh weg, ich muss Justin anschauen. Warte mal, du bist so viel schöner wie Kylie. Bist du eigentlich Single? Keiner glaubt es mir, aber ja, ich bin noch Single. OMG, du bist so viel schöner wie Kylie. Oh, findest du wirklich? Ja, bitte, nimm diese Rosen. Und willst du meine Freundin sein? Nein, 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 willst du mich heiraten? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, lass uns heiraten. Mittlerweile sind schon 2 Jahre wieder vergangen und heute ist der große Tag. Wir ziehen gemeinsam nach New York. Er arbeitet immer noch für die Firma seines Vaters und ich glaube, mittlerweile gefällt es ihm auch richtig gut dort und ich bin eine Fotografin in New York. Der große Tag ist endlich gekommen und wir ziehen um nach New York. Ich bin schon seit heute in der Früh dran am Packen und es wird einfach nicht weniger. Wo kommt all das Zeug überhaupt her? Mein Schatz, Kylie, musst du wirklich heute ausziehen? Ja, Mama, ich kann doch nicht ewig bei dir daheim wohnen. Und du kannst mich besuchen kommen. Ach, Schatz, du bist ja eh gleich fertig. Warte, ich nehme die Boxen schon mal mit. Ich warte beim Auto dann auf dich. Ja, gepasst, dann nehme ich den Rest mit. Und dann haben wir es, glaube ich, eh schon. Hast du etwa schon ohne mich angefangen einzuräumen? Und wo ist überhaupt der Schlüssel zum Haus? Vielleicht ist der Schlüssel im Postkasten. Wo ist denn der Postkasten? Ach, er ist direkt hinter dir. Oh, ja, da ist ja wirklich was. Das ist sicher der Schlüssel. Oh, es ist ein Ring. Was geht hier vor sich? Kylie, willst du mich heiraten und mich zum allerglücklichsten Mann auf der gesamten Erde machen? Ja, ich will dich heiraten, Justin. Dieser Ring ist einfach wunderschön. Danke. Und nun bist du offiziell meine Frau. Und die Tür war offen von Anfang an. Oh mein Justin, sogar bei einem Antrag versuchst du mich noch zu pranken, wie damals in der Schule. Ich liebe es einfach, dein wütendes Gesicht zu sehen. Ach so, wirklich? Mir geht es genau gleich und ausgesperrt. Oh, sorry, du musst wohl heute draußen schlafen. Jetzt tu doch nicht so, lass mich rein. Ich kann es einfach immer noch nicht glauben, dass ich verheiratet bin. Nach unserer Hochzeit hatten wir unsere Flitterwochen auf Hawaii. Und kurz daraufhin ist das passiert. Ich glaube, ich habe eine Magen-Darm-Erkältung. Oh, mir ist so übel, woran das wohl liegen muss. Ich glaube, ich habe was Falsches gegessen. Weil, kann es vielleicht sein? Nein, das ist unmöglich. Ich bin schwanger. Oh nein! Schatz, was ist passiert? Ich habe dich schreien gehört. Ist alles okay? Schatz, ich bin schwanger. Wir erwarten ein Kind. Ist das wirklich dein Ernst? Wir bekommen ein Kind? Ich freue mich schon so. Ich kann es kaum erwarten, unser Kind in den Armen zu halten. Ich freue mich auch so. Wir haben es jetzt so lange versucht. Ich werde endlich Vater. Und ich werde endlich Mama. Was ist denn das für ein Lärm? Was macht ihr alle hier? Wir bauen ein Baumhaus für meine Enkeltochter. Oh je, ich hoffe, das ist okay. Wir haben dich vergessen zu fragen. Ja, aber natürlich, das ist eine hervorragende Idee. Das wird sie sich sicher freuen, wenn sie alt genug mal ist. Schatz, du bist ganz rot im Gesicht. Ist alles okay bei dir? Geht es dir gut? Oh, mein Bauch tut irgendwie extrem weh. Oh nein, die Fruchtblase ist geplatzt, das Baby kommt. Hol das Auto. Ich bin aber gerade am Fortnite spielen, ich kann nicht. Oh Mensch, Papa, ich gehe schnell das Auto holen. Bitte warte auf mich. Okay, ich bin schon da, komm, steig ein. Wir werden jetzt schnell ins Krankenhaus fahren. Hilfe, meine Frau bekommt das Kind. Ein- und ausatmen, pressen Sie.
Oh, Gratulation zu Ihrem wunderschönen Mädchen. Du hast es geschafft. Ich bin so stolz auf dich, mein Schatz. So, ich werde jetzt Ihre Frau und Ihre Tochter in die Krankenbettambulanz legen. Ach, mein Schatz, sie ist so wunderschön. Sie kommt ganz nach dir. Nein, sie kommt ganz nach dir. Sie ist so wunderschön wie ihre Mutter. Schau mal, ihre Augen, die schauen genau aus wie deine. Ja, stimmt, da hast du recht. Sie ist so perfekt. Ich liebe dich, mein Schatz. Und dich auch. Küsschen für dich und Küsschen für dich. Papa muss jetzt zur Arbeit. Sag mal, Mama, wie hast du Papa überhaupt kennengelernt? Das ist eine gute Frage. Wie habe ich den Papa überhaupt kennengelernt? Oh, die Geschichte ist viel zu lang und ganz ehrlich, ich kann mich auch nicht mehr so gut dran erinnern. Oh, wir müssen ja los. Komm, trink deinen Saft und iss dein Essen. Wir müssen in den Kindergarten gehen. Also, viel Spaß, Lina. Ich hole dich später dann ab und sei ein gutes Mädchen. Tschüss. Oh, hey, Jonas und Anna, wie geht es euch heute? Kira, du solltest nicht mit mir und Jonas reden. Du weißt doch, er ist mein Prinz und er gehört ganz und alleine mir. Ganz ehrlich, mir ist es egal. Ich will eh nur alleine spielen. Och Mensch, Kira, ich dachte, wir spielen gemeinsam, du und ich, meine beste Freundin. Oh Mann, hat er gerade gesagt, ich bin seine beste Freundin? Ach, Jonas, ich hab dich so lieb. Und dich, Kira, habe ich gar nicht lieb. Oh nein, was macht diese Banane hier? Kira, pass auf. Was fällt ihr ein? Hallo Mama, hallo Papa, ich bin wieder daheim. Was ist denn los? Wieso bist du so traurig? Ich bin auf einer Bananenschale ausgerutscht und dann bin ich in die Arme vom beliebtesten Jungen im Kindergarten gefallen. Was? Wirklich? Also diese Geschichte kommt mir irgendwie bekannt vor. Sag mal, Papa, kannst du mir die Geschichte erzählen, wie du Mama eigentlich kennengelernt hast? Ach, ich bin mir sicher, dass Mama dir die Geschichte erzählen will. Hallo Toasties, ich hoffe, euch hat diese Story gefallen und bitte kommentiert unter diesem Video ein Tier-Emoji, weil dann weiß ich, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Und jetzt grüßen wir unsere Superfans. Liebe Grüße an die liebe Anna Paula, Tokolife Harley Quinn, Manon, die liebe Nezuko und die Christiane. Dankeschön, dass ihr alle Kanalmitglieder geworden seid. Ganz liebe Grüße an die Annabelle. Dankeschön, dass du uns abonniert hast. Und auch großes Dankeschön an GP. Dankeschön, dass du dem Video einen Daumen nach oben gegeben hast. Und zu guter Letzt möchte ich noch die Andasian grüßen und die liebe Sarah. Tschüss Toasties, wir haben euch lieb. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.